Ja, hallo Leute, moin. Heute wollte ich euch mal das Zero Tolerance 0550 vorstellen. Und zwar, wir haben hier ein Frame Lock mit Klingenstahl S35 VN. Na, Fokus. S35 VN. Rick Hinderer Design, eine kleine Kerbe hier von mir vom Schleifen. A Stonewash Finish auf der Klinge. Frame Lock hatte ich erwähnt. Deep Carry Pocket Clip. Vierfach umsetzbar. Ne, gar nicht wahr. Zweifach nur auf dieser Seite. Doch beim Originalen vierfach umsetzbar. Aber ich habe hier die Cuscaddy-Griffschalen und die haben die Clip-Seiten nicht eingefräst. Aber ich bin sowieso Rechtsträger, von daher. Ja, tut das der Sache keinen Abbruch. Deep Carry Pocket Clip, CT-Logo, schwarz. Gibt es auch, glaube ich, in Silber das Logo. Traveler Lock, also Frame Lock über den Schutz. Eine fette Achsschraube. Ja, Frame Lock. 5 mm beträgt der. Das ist die Generation 2. Und ohne Steel Inlay. Die Generation hat das Steel Inlay hier vorne am Frame. Aber der ist ein Titan, null Sticky. Also der Sound alleine schon. Zero Tolerance bewirbt das Messer als Built Like a Tank. Proudly made in USA. Ja, 5 mm Titan Frame. Und dann hier normale Steel Liner mit einer Carbon-Griffschale von Cuscaddy. Ich weiß, gegrooftes Carbon. Die haben auch noch einen speziellen Namen, fällt mir jetzt nicht ein. Auf der Klinge hier das CT-Logo. Die Downpins dienen zeitgleich als Anschlag. Build like a tank. Also da passiert gar nichts. Klinge, super smooth, fällt von alleine zu. Detent, schnappt auch ganz ordentlich. Da, also kann man nichts zu sagen. Hört man den Sound. Ups, das war das Kamerastativ. Also da geht schon einiges. Ich habe mir mal ein paar Daten aus dem Netz raus notiert. Kleinen Moment. Wir haben Klinge S35 VN. Die Klingenlänge beträgt 8,8 cm. Anschliff Plain Edge. Verriegelung Frame Lock hatte ich erwähnt. Griffmaterial ist jetzt bei mir Carbon. Normalerweise kommt die mit G10 Beschalung. Und ja, andere Seite ist Titan. Gesamt geschlossen, 11,75 cm. Gesamtlänge geöffnet, so wie es jetzt hier liegt, haben wir 20,5. Ja, wie gesagt, Pocket Clip ist vierfach umsetzbar normal. In dem Falle nur zweimal, weil das hier die gegroovte Cuscaddy-Griffschale ist. Und wir haben ein Gewicht von 170 Gramm. Zur Klinge noch hier die falsche Schneide. Sieht sehr geil aus, wie ich finde. Also das macht schon was her. Klingenstärke 4 mm. Da geht einiges. Das Jimping obendrauf. Ja, aggressiv ist es nicht. Es tut seinen Dienst. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Ich hatte das Messer schon öfters in meinen Videos in der Kamera gehalten, aber noch nie eine wirkliche Review dazu gedreht. Von daher dachte ich, das wird mal Zeit, dass ich dem Schmuckstück hier ein einzelnes Video gönne. Ja, also ich bin total zufrieden mit dem Stahl auch. S35 VN lässt sich gut nachschärfen, ist gut schnitthaltig. Also den Overtraveler Lock hier, das ist eine Patronenhülse. Original ist das einfach eine silberne Unterlegscheibe. Aber ich dachte, die Patronenhülse, die macht schon was her. Es gibt noch die Stand-Offs hier.
In Titan muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Ja, soweit, so viel dazu. Rick Hinderer Design hatte ich erwähnt. Modellnummer 6091. Die Version wird übrigens nicht mehr gebaut. Gar keine Version mehr von denen. Ich hatte noch das Glück, habe die zweite Generation erwischt. Die dritte Generation hatte, wie gesagt, das Steel Inlay, aber Rick Hinderer Zero Tolerance hat die Produktion leider komplett eingestellt. Also wenn ihr das Messer noch auf dem Gebrauchtmarkt findet, schlagt auf jeden Fall zu. Ich denke mal, die werden gesucht, weiß ich nicht. Also ich finde das Ding auf jeden Fall geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte vorher das Spyderco Paramilitary 2. Das habe ich verkauft, weil es mir einfach zu dünn war. Die Spitze vorne vom Para, das war mir alles zu filigran. Und ich hatte die Befürchtung beim Benutzen, dass mir vorne die Spitze abbricht. Also das ist hier definitiv nicht gegeben. Also nicht so schnell zumindest. Wir müssen mal auf YouTube gucken. Hard Use Test. Zero Tolerance 0550, das ist ein Russe, ist auch eine englische Übersetzung mit bei. Das Video müsst ihr euch mal unbedingt antun. Also was der mit diesem Messer hier macht, das ist echt hardcore. Das würde ich noch nicht mal mit dem Fixed machen, aber egal, sucht das mal, Hard Use Test Zero Tolerance 0550. Also ich würde sagen, der vergewaltigt das Ding aber vom Allerfeinsten. Ein dickes Blech, 5 mm Blech mit der Spitze rein und solche Geschichten. Das ist echt heftig. Naja gut, das war's von meiner Seite aus. Wenn ihr noch Fragen habt, haut das in die Kommentare. Und ansonsten Daumen hoch würde ich mich freuen. Das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, wenn ihr noch was wissen wollt, dann haut das in die Kommentare und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.